Du misst erstmal hier deine Geschwindigkeit. Hey, du bist zu langsam. So, weiter geht's. Akku gewechselt. Achim hat sich nochmal über den Weg informiert. Ja, der Weg ist mir ja bekannt hier. Der Weg ist ihm bekannt. Sind die Seen. Jetzt kommen die Seen, okay, super. Ja, gehen wir an den Seen. Führerarbeit. Ja, oh. Kriegst gleich einen Euro. Nee, 50 Cent sind mir erstmal wert. Ist mir okay, erst wert. Du bezahlst den Eintritt in den Turm. Ja, natürlich. So. Habe ich letztes Mal doch auch. Okay, das ist doch meine Aufgabe. Die 50 Cent. Genau. Die habe ich noch, die habe ich noch. Kann ich ein bisschen abknapsen von meiner Steuerrückzahlung. Denk daran, ich muss meinem Sohn dieses Jahr noch einen Führerschein kaufen. Führerschein. Kaufen muss ich denn? Ja, finanzieren. Finanzieren. Ein D, zwei, drei Seen. Oh ja, oh, hier. Kommen wir da. Oh, jetzt ist glatt hier. Wir müssen auch. Jetzt gehe ich aber auch hier an der Seite. Ich bin heute mal Weichei. Hier. Komm, ich muss Achim hier filmen, damit wir es gleich haben. Hier eine Slapstick-Einlage. Mal gucken, ob das Eis dick genug ist. Ja, das wäre es. Ja, ja. Irgendwie. Ja, ich glaube nicht, dass das dick genug ist. Also da ist eine See halt ausgeschlossen. Was denn? Nein, das, dafür ist das viel. Ist das nicht kalt genug? Guido, probier mal. In den letzten Tagen gewesen. Das ist der Hesselbach? Ach, der Hesselbach? Da hinten ist das Kinderheim oder Jugendheim oder irgendwas. Okay. Also der Park, das liegt auf dem Park. Ja. Okay. In den Hermannshöhen. Gut. Jetzt habe ich die Idee für Guido. Wir müssen noch Knebel haben. Ein Knebel. Für den Mund. Ja. Hier wie Baskelli oder was? Wie heißt das für eine? Also eine rote Kugel im Mund hat, ein Gummiband. Ja, zum Beispiel. Also sowas kriegt Guido beim nächsten Mal. Genau. Ja. Sobald er ins Auto einsteigt. Zack, hier ist eine Kugel rum. Oh, hier, deine Freunde waren hier. Die Fahrradfahrer. Hier. Ja, jetzt ist wieder ganz zeitlich hoch. Ne? Mhm. Ja. Ist doch schön. Ist das ein Specht? Oder? Ja. Ich hatte schon an Elsa angehört. Aha. Okay. Da. Ich habe nicht gedacht, dass das so laut ist. Doch, ist eine schöne Gegend hier, muss ich sagen. Gefällt mir auch. Ja. Nicht so viel Straße, Autobahn. Genau. Top hier. Im Sommer sicherlich noch schöner. Ist auch ein bisschen verwildert, du kommst zu. Ja. Hat schon einer Bäume zersägt. Erhöhter Schwierigkeitsgrad. Erhöhter Schwierigkeitsgrad. Ich würde sagen, wir gehen oben rum. Warte mal, müssen wir Foto von machen. Wie schwer. Ja. Ein bisschen schocken die Leute hier. Kamera.
Was denn? Über den Baum. Oh. Hei, hei, hei. So toll, ne? Vom weichen Boden auf total gefrorenen Boden, wieder auf weichen. Fehlt nur hier so Sandboden. Das fehlt noch. Ich bin hier echt gewütet hier. Wenn du das so anguckst. Ach, weißt du, hier hinten. Was denn? Oh! Hose dreckig? So. Oh. Achtung, wieder glatt. Heute gibt es das volle Programm. Matsch, Eis. Da fragt man sich, wie die überhaupt vorher in diesem ganzen Geröll. Ja, aber in dem Geröll irgendwie. Ja, alles im Geröll hier. Ja. Alter, was hier denn? Alter Schwede hier. Jetzt einmal gewütet. Das ist ja. Hier ist ja alles umgehauen. Also der hätte ja richtige Schneise hier reingezogen. Da hoch. Ja dann. Ja, ich kann nach Würmern suchen zum Angeln. Was ist das für ein Scheiß? So hieß es. Ja, wie weit die Wurzeln gehen. Moos. Das ist einer, der ist aber schon ein bisschen alt geworden. Noch. Also ganz klein ist der nicht mehr. Nee. Also ganz jung. Stimmt. Ja, stimmt. Ja. So, jetzt haben wir zwei direkt, oder? Hier ist nichts. Hier schon jetzt nur ein weiter. Oh, hier kommen wir hoch.
Jetzt geht der Puls hoch. Hier ist auch ein bisschen verworfen auf der Karte. Da muss auch gleich eine Abzweigung machen. Ist auch gleich, ja. Immer dem Haar folgen, dem Hermannsweg. Da sind die beiden. Ja, mit der Fling. Kommen wir von rechts wieder runter, oder? Ja. Na gut. Nach dem roten Kreis nach rechts runter. Dann machen wir das. Dann wieder am Cheaten, abkürzen. Ja. Typisch. Von ja, alle 5 Meter kommt zum Start. Ja. Das ist Hürdenlaufen hier oder Hürdenwandern. Wir müssen da rüber springen. Adam, komm, hüpf, lass uns hüpfen. Halt rein. Okay, war ein bisschen lame, okay, gebe ich zu. War nicht nur das Hüpfen. Wenn ich 20 Jahre älter wärst, hätte ich noch. Hättest du noch Applaus geklatscht, ne? Ja, mein Hut gezogen. Den du in 20 Jahren trägst. Ja? Schöne Aussicht. Golfplatz Werte. Ich vom Golfplatz Werte. Ach, Golf. War da nicht was, Aachen, mit dem Golf? Wollten wir es nicht auch mal machen? Oh, nee. Mann, wird Zeit, dass wir Rentner werden. Wird Zeit, dass wir Rentner werden. Haben wir Zeit. Also unser Handicap verbessern. Guck das mal an, Arena. Das ist hier alles platt da unten. Alles platt. Mensch. Blöder Sturm, hat alles kaputt. Ja. Du hast dich trotzdem noch in den Wald zu gehen. Ja. Das ist der Untergrund jetzt für den Wald. Oh, hier rechts, guck mal, links hier. Der, ja. Hier ist er kurz vorm Abkacken hier. Ja, ja. Hier ist ein Baum. Das sind Palmen, Palmen. Ja, hier kann man was sehen unterwegs. Nicht zu Hause auf dem Sofa. Da siehst du nichts außer die Glotze. Ja. Das sieht auch cool aus. So mit den Büchern, ne? Ja. Da habe ich schon einige Fotos von. Ja, ja, die. Dann machen wir einen mit den Büchern und dem Stern. Ja. Ja. Da kommt der nicht so. Rasiert. Ja, hier kommt er nicht so. Von hier, ja, von hier muss er.
glatt auch noch hier. Kaputt gefahren von meinem Freund, den Downhill-Rasern. Ja. Ja. Sieht so aus, ne? Hallo. Mahlzeit. Mahlzeit. Hey, so? Mal geradeaus. Alter Falter, wo sind wir denn? Völlig falsch, ja? Ach so, ja, völlig falsch sind wir nicht. Aber hier blendet, ich muss die Brille aussetzen. Geradeaus, geradeaus, da rum. Weiter. Okay. Ja, ist unterwegs. Ja, guck mal, jetzt nochmal richtig ja, schön einen Blick übers Tal. Ja. Liegen wir schon wieder. Ja, ist schon wieder glatt. Papier. Karte. Eine Einkaufsliste. Gemüse, Kartoffeln, Petersilie, Toastkäse, Salami, Schafskäse, Bacon. Und Fleischwurst. Muss ein Ausländer gewesen sein, ich kann kein Deutsch machen. Soll ich trinken? Ja. Aber Bacon ist scheinbar einfacher. Hier oder links? Weiß auch nicht. Ist egal. Können wir gleich nochmal runtergehen. Links müssen wir. Ja. Der geht hier auch direkt hoch. Gehen wir jetzt hier runter. Hä? Ja.
Oh, das ist runtergefallen. Überall kaputte Bäume. Das ist ein kleiner Fifi. Mahlzeit. Bestimmt Fisch da hier da hinten, ne? Für Angler. Der lädt sich jetzt immer hoch. Ja. Was hast du? Was ist der Hügel da? Siehst du den kleinen Hügel? Ja. Sieht so ein bisschen komisch aus. Wie aufgehäuft, meinst du? Aber da hinten ist auch einer, der rechts, siehst du da? Da hinten rechts. Ja, vielleicht liegt da dein Schatz an. Und du hast keinen Spaten dabei, ne? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Hier können wir noch einen Schneemann bauen.
Dann? Ach so. Ja, dann mal dahin. Achtung, glatt, 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 glatt. Ich hab's gewusst. Warte ich mal. Hat dir weh getan? Nee. Wer liegen bleibt, wer unterwegs fällt, der bleibt liegen. Ja. Ja. Geh mal weiter, dann kommst du hier wieder zurück. Ne? Was denn? Abgefangen, muss ich sagen. Gut, dass wir im Training sind, ey. Ja, Kamera. Echt? Gerettet. Gut, dass wir im Training sind. Aber die Leute sollen auch ruhig sehen, dass es hier kein Kinderspielplatz ist. Genau. Genau, lebensgefährlich. Wir setzen jedes Mal unser Leben aufs Spiel. Und was macht man dagegen? Nächstes Mal müssen wir Spikes. Spikes, dabei. Zwischendurch immer Spikes. Ja. Der nächste Winter kommt bestimmt. Ich hab nur Angst gehabt, dass die Kamera. Genau. Also die Daten sind bestimmt rechts. Ja. Und Eisig. Wir haben es ja nicht anders gewollt. Das wollen wir. Ja, auf dieser Seite ist viel mehr Schnee wie auf der anderen. Ja. Das Foto da von mir, wie ich da liege, das nehmen wir als Aufmacher. Lebensbild. Das dann aber noch 180 Grad auf den Kopf drehen. Achso, muss ich? Dass nicht nach oben guckt, sondern nach oben Schnee mitgesehen. Lebensbedrohliche Situation auf der Wanderung. Kurz auf der Tour. Dann ist das morgen ein Bild drin. Ja, Seite 1. Kommt aber nur, wenn sie keine oben ohne Bilder mehr haben. Was denn? Ja, kein Eis, man kann schön laufen. Noch nicht mal die Hälfte. Ja.
Das müssten wir aber haben, die Hälfte. Der Akku hat nur noch 50%. Knapp die Hälfte haben wir. Sind wir denn heute zu langsam, oder? Jetzt gleich, da wo die Sonne gestanden ist. Ja, ich muss mir unbedingt noch 2 Akkus holen. Die Wanderungen werden ja auch immer länger. Ja gut, die werden ja auch immer schlechter. Was? Die Akkus? Ja, vor allem wenn es kalt ist. Ja, guck mal, der Ding ist, der Gimbal hat auch schon wieder seine... Ja, irgendwie... Und je kälter, desto schlechter, oder? Ja. Als wenn wir im Hochgebirge sind, dann muss ein Magazin von der. Ja, das ist wohl so. Ja, jetzt im Sommer ist das ja nicht so schlimm, aber ja, wenn die kalt sind, dann verlieren die halt ein bisschen an Leistung. Das ist immer so. Wenn du dich hinlegst, Achim, bitte vor der Kamera. Ja, und bitte nicht mit meinem rechten gebogenen Bein. Ach so. Das kann nicht der Ausblick sein, oder? Glaube ich auch nicht. Oh, wir sind vollkommen ab. Hier muss gleich runtergehen, da unten. Da ist der Ausblick. Bist du sicher? Ja. Ach nein, ich meine das mit dem, wir sind voll vom Weg abgekommen. Wir müssen einen tiefer. Guck mal bei dir. Eigentlich müsste es hier erst runter gehen. Guck mal. Geht das auch? Ne? Bei dir auch? Ne, bei mir sind wir hier. Hier. Mitten drauf. Aber das kann natürlich sein, okay. Ach, dass der die, dass der auf dem Weg bleibt, verstehst du? Das ist das Problem hier. Ja. Deswegen, ich habe nämlich nicht freies Laufen. Wir kommen doch wieder hier den Bogen, dann nehmen wir den Bogen halt. Da hinten muss das ja aussehen. Das ist dann noch höher. Ja. Da haben wir eben irgendwo den Einsprung verpasst. Bestimmt bei meinem Sturz. Ja, da guck mal, da hinten geht, da ist der. Alter, können die mal hier Salz streuen? Was ist jetzt? Ja, wir müssen hier weiter. Okay, aber ist klar. Ja. Au, au, au. Hier, ich biete euch jetzt mal was hier. Ich muss natürlich selber aufpassen, dass ich hier nicht lang lege. Erhöhter Schwierigkeitsgrad. Komm hier. Soll das der Aussichtspunkt sein hier? Oh, ja. Der ist der Aussichtsturm, ja? Punkt. 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 Eigentlich müssen wir da unten rein. Da unten. So. Ja, wir bleiben hier. Die Größe kann ich hier nicht machen. So, als nächstes kommt in ungefähr 1,2 Kilometern. Ist das der Wendepunkt, dann kommen die Relikte des Hallerbergs raus. Okay. Ja, dann gucken wir uns die Relikte des Hallerbergbaus an. Thank you.
Dann habt ihr euren Termin eigentlich Montag? Halb vier. Ach so, nachmittags, okay. Okay. Ja, dann sag mal Bescheid. Dann sag mal Bescheid, wie es lief. Erst auf dem Standesamt, dann gehen wir sofort ins Reisebüro. Das hört sich da ein Plan an. Das ist ein guter Plan. Soll man das hier aussuchen? Ab soll mache ich. Okay. Müssen wir natürlich intrigieren. Wieso? Ach so, meinst du? Ja, ja. Ja. Jetzt können wir also keine 5,5 Meter machen. Ja, ja, das ist Phantomtempo angesagt. Okay. Kriegen wir schon irgendwie hin. Da kommt die Tochter auch mit. Weiß nicht, was ja. Mahlzeit. Im Sommer trage ich natürlich auch so eine coole Sonnenbrille, ne? Ja, was denkst du denn? Das ist ja richtig, ne? Ja. Ja, hast du ja gesehen, meine Jacke, ne? Du hast ja extra für Sonnenbrille, ne? Ja? Ja, hast du doch gar nicht gesehen. Nee, hab ich nicht. Ja? Alter, hey! Und auf der anderen Seite für Handy, oder was? Ne. Ja, so. Doch, doch, das ist für Handy, ja. Kannst die Kopfhörer durchziehen. Nobel, nobel. Hi, ein Schildchen. Können wir wieder singen, wie letzte Woche? Oder? Das sind die Relikte. Ja. Wir sind doch jetzt nicht 1,5 Kilometer gelaufen jetzt. Nö, okay. Das kommt ja auch noch. Ach so. Das kommt ja auch noch. Der King. Ja. Also auch mehr so ein Tagebau, wa? Als Bergbau. Das war ja schon. Das war schon. Das war das schon. Ja. Na gut, ich habe eben ohne Brille geguckt. Oben, die kleine Zahl, habe ich nicht hoch gelesen. Ab so 200 Meter. Das denke ich auch. Hätte mich jetzt gewundert, wenn wir so schnell gewesen wären. Was ist da? Viele rote Punkte. Warum sind so viele rote Punkte? Ach, das sind alles Wanderwege, ne? Ja, das sind. Ja, das sind Wanderwege. Apothekengräber, ja. Apothekergräber? Okay. Auf dem. Ja, wenn die genauso toll sind hier wie die Reste des Haller Bergbaus, dann. Ja, überall ein Schild hinstellen, da kann ich natürlich auch. Achtung! Ja, jetzt sind wir auf dem Rückweg. Kann natürlich auch sein. Ja. Alter, ich komme hier nicht hoch. Ja, dann kommen wir aus der Mitte raus. Ja, ich versuche es. Ich kann mich nicht bewegen. Nicht, dass 2:0 das geht. Ja. Also ich will jetzt wenigstens erstmal ein 1-1 sehen jetzt hier. Er muss jetzt natürlich jetzt nicht in der Pfütze sein hier. Such dir mal was Weicheres aus. Das ist schon ganz schön. So eine Blicke, die leben. Ja, ich auch. Also, ein Fötchen scheint es auch noch durch. Ja, wir machen ein Foto. So. Dass ich noch lebe.
Ja. Na prava, na leva. Ja, ja. Da ist ja auch kein Kindergeburtstag hier. Was hast du? Ja, Matrick. Da sind wir hier noch. Aber das ist cool. Ja. Weiß ich nicht, wie viele Kilometer das ist, wenn die komplett läuft. Ein paar hundert sind das, glaube ich. Ja, glaube ich nicht, aber ich denke so 150. Meinst du? Ich dachte, der ging. Oh, 300 könnten wir schaffen. Könnt ihr Siri fragen? Oder wie heißt denn der Bixby? Bixby, aktuelle Höhe bitte. Ist ja dabei, ne? Ja. Du siehst ja, die hält schon wieder mit der Schläge. Die sind zickig. Müssen wir selber gucken. 2,83. Hab ich eben gesagt. Ach, hab ich vergessen. 2,75 oder was? Überlebenstouren. Keine Ahnung. Lässt sich ohne irgendwas auf so einer einsamen Insel absetzen. Für 60 Tage, ne? Ja, da von dem ist das. Genau. Dann machst du verschiedene Sachen.
Genau, in Amazonas. Überall Afrika. Genau. Amazonas. Also sowas. Der ist auch schon ganz schön durchgeknallt. Ja. Wenn das nicht alles gefaked ist, ne? Fast ja auch nicht. Ja, ich habe da ein paar Folgen von gesehen, wo sie. Ja. Genau. Ich habe da, glaube ich, 3 Staffeln gefilmt. Wie auf dem Plexus. Schon interessant. Lass die meisten mal laufen, wenn ich so nebenbei am Zocken bin, dann lass ich den mal laufen. Beim Weißen. Hier ist nur ein Schild an der Bank. 3,5. 1 Meter geht noch. Das Schild ist weg, steht nichts mehr. 3,4. Weiter. Mehr wird's nicht. Jetzt geht's wieder runter. Hast du? 3,18 sagt er mir hier. Ja, ein bisschen anders kalibriert. Kann sein. So, hier haben wir wieder was. Hier sind wieder Relikte des Bergbaus. Ja, naja, super. Nicht so atemberaubend. Ja, haben wir super Empfang hier oder was? Nee. Ah, was ist das? Kein Haar. Ist das kein Haar? Kein Haar hier. Kein Haar. Guck mal, da steht was. Material. Die Höhe brauchen wir. Firma, F. Dietrich, Zeit, bla bla. Material. Höhe steht hier nicht. Ich schätze mal 25, 28 Meter. 20? Achso, gut. Hallo. So, wie geht das dann?
Weil die ganze Zeit sitzt er an dem Auto. Ja, ja, ich weiß. Ja, dann krümmelt das alles. So ist das alles. Also wenn wir jetzt 9 Kilometer haben wir schon die Hälfte hinter uns. Ja, also 6 waren wir, 7 waren wir aber noch. Die Tour war 15 oder 14,8. Ja, ein paar Bestenker haben wir gemacht wegen umfallenden Boden. Ein paar Abkürzungen haben wir genommen. Nee, naja, Parallelwege sind vergangen. Ja, das stimmt. Hey, hier gibt's was zu sehen. Wollen wir mal kurz gucken hier. Ja. Ei, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Hey, hey, hier stolpert halt hier. Schick. Also die erste vernünftige Aussicht hier, ey. Ja. Ja. Also richtig weit, guck mal. Da hinten. Schön. Ich will das Ding, ich schon Kopfschmerzen. Ich habe die ganze Woche viel zu wenig getrunken. Das ist dieser Punkt. Genau, schöne Aussicht Richtung Tienhausen. Ja, ist er doch. Oder hier oder da, ist auch hier. Ja. Doch, ich will ja keine, ich will ja nicht hier als Schlauer darstellen. Den Pokal haben andere. Man erstmal, glaube ich, ja. Brauchst du heute mehr wie ich. Bei mir geht es heute eigentlich mit der Nase. So, dann lass uns mal weiter. Werde ich bestimmt nicht vergessen. Wie, wenn du so gehst, dann gehst du dann ja so, merkst du es gleich. Was? Wie gehe ich? Zeig's nochmal, wie gehe ich nochmal? So, so. Hier ist echt schön. Ja, ist schon okay. Mach nicht, mach es
es nicht schlechter wird. Nein, ist gut. Ja. Nein, ist gut. Ich glaube, das ist aber schöner so gesehen. Aber hier kannst du immer noch besser, sind die ganzen, ja, sind alle Bäume weg. Ja. Das ist der Berg von dir, also nicht der Berg von dir, war ja mitten in den. Nein, das war der kleine Berg. Hier, dann bin ich noch höher. Ne, hier vorne, guck mal, hier vorne ist noch der Holzstumpf. Hier, der ist noch höher. Hoppa. Der Holzstumpf. Der ist wahrscheinlich. Oh ne, ist nicht glatt. So. Warte. So. Wenn man so steht. Tja, einfach mal die Aussicht genießen. So. Geht weiter? Ich doch für das kleine Video bei der einem Burg am meisten Stimmen gekriegt. Echt? Bei der Paschenburg. Okay. Ach, die einmal die Rundumsicht? Ja, diese kleine Rundumsicht, da habe ich schon ein paar hundert. Ja, guck mal, das sind die keinen Bock haben aufzustehen und trotzdem mal die Rundumsicht genießen wollen. Ne? Ich habe ja gesagt, wie Videos. Das muss doch auch. Ja, 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 genau. Sogar die Bank. Der Bank. Ja. Ich muss bei Google was einstellen, damit ich das noch auf meiner Map sehe. Was haben wir denn hier? Was ist denn hier? Golfclub Teutoburger Wald. Nein. Das ist ein schönes Foto. Ja. Acht Prozent. Schade, wenn es schon vorbei ist. Ja, genau. Ja? Mal gucken, dass wir mit dem Akku hinkommen, dass wir in der Burg da. Der Last für die Burg über. Ja, ja. Man sieht es da, dann die Sorte nach hinten. Ja. Ja, ich weiß nicht mehr, kann nicht mehr sagen.
Jetzt geht's berg runter. Ich nehme wieder ein bisschen Tempo drauf. Tempo ist doch gut genug. Ja, gut. Auf den eisigen Entengang. Ich habe nicht gepiept. Ich habe nicht gepiept hier. Irgend so ein Markierungspunkt, keine Ahnung. Wegpunkt oder. Oh, da hinten Rehe. Hey, 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 hey. Hey, vier Stück. Vier waren es. Vier, vier waren es. Ja. Die holen wir uns, die holen wir uns. Ed wäre jetzt hinterher, dann würde sich einen Bogen bauen und würde so ein Reh fangen. Dann würde das Roh verzehren. Nein, der kocht das auch, oder? Der hat das mittlerweile drauf, das Feuer machen. Das müssen wir auch noch mal üben. Mit ein Stück Holz. So eine Schule, afrikanischen Buschmann. Boah. Thank you.
denn schon mal mit der Dose rumgegangen? Welche Dose? Die Spanndose bei deinen Vorführungen zu Hause. Nee. Das kann ich auch nur meiner Mutter zeigen, weil die halt auch halt gerne mit Vater immer gewandert ist. Ja, die anderen, die... Das ist ja schon die Sache. Ja, die anderen, die haben alle keinen Bock. Kennst du das noch, ne? Vom Auto zum Tisch. Vom Tisch zum Auto. Ja, das ist... Viel mehr laufen die doch heute gar nicht. Die ist ja schon ein Einkauf im Marktkauf, eine Wanderung. Anstrengend. Ja. So, hier runter oder müssen wir hier den Weg runter? Doch nicht. Alter, was ist das denn hier? Was ist denn das glatt hier heute, sag mal? Ja, das sind die Schwächeanfall. Schwäche. Ja, ich trage die Kamera mit links. Das ist auch irgendwie keine Ahnung. Vielleicht ist das das Problem. Ich weiß das nicht. Ja, das ist ja üblich. Das ist doch üblich, ist doch egal. Alter, hier voll die Stolper fallen wieder. Ach, und du willst auch, dass ich hier falle mit der Kamera. Ich muss ja hier. Ja, ich muss ja auch hier alles machen wieder. Gucken, die besten Aussichten einfangen. Schwierige Wege laufen wie so ein. Wie so ein Springbock hier, hätte ich mal gesagt. Und dann muss ich mich noch hier der Lächerlichkeit preisgeben, wenn ich mal stolper. Mann. Das sind nicht alle 500 Meter, das waren mindestens 2 Kilometer dazwischen. Außerdem habe ich mich ja wohl grazil abgefangen eben gerade. Ja, genau. Dank meiner muskellosen Beine. Du hast hier aber wieder einen super schönen Wanderpfad gefunden. Ah, da ist er ja.